In Ettlingen in der Anne-Frank-Realschule hat Hausmeister Hans-Joachim Bauer ein Problem. Mehrere Klassenzimmer können für den Unterricht nicht genutzt werden. Die Heizungsrohre sind eingefroren und geplatzt. Das ist hier der Raum. Ja, man merkt schon, es ist richtig kalt hier, ne? Also hier ist auch mit Unterricht und so nicht zu denken. Denn wenn man sitzt, dann hat es keinen Wert, ne? Die Gehirnzellen können ja dann nicht arbeiten. Doch der Schulhausmeister hatte Glück im Unglück. Wegen des Schadens durfte er in der letzten Woche normal weiterheizen. Anders als die anderen Schulen im Ort. Die mussten morgens die Heizungen stundenweise ausstellen, denn die Gasversorgung wurde tatsächlich knapp und die Klassenzimmer kalt, auch ohne Heizungsschaden. Also das war hier die Leitung, die geplatzt ist. Da haben sie jetzt schon ein Stück rausgeschnitten, da oben ist noch der Rest. Und das ist das Heizungsrohr. Das war also voll Eis und hat dann das Rohr gesprengt. Aber trotzdem noch mal die Frage, dass es zu wenig Gas gab. Das haben Sie wahrscheinlich auch noch nie erlebt, oder? Nee, also das ist mir eigentlich neu. Man hat ja eigentlich auf Gas umgestellt, weil das eigentlich eine sichere Quelle sein soll. Ne? Warum wird das Gas knapp? Der russische Versorger Gazprom ist auch für die Gaslieferung im Land zuständig und hatte in der vergangenen Woche ein Problem. Der Kältewelle wegen stieg nicht nur der Bedarf in Deutschland, sondern auch in Russland, der Ukraine und Tschechien. Und so kam zeitweise 30% weniger Gas am Importpunkt Weidhaus in Bayern an, der Stelle, die den Süden Deutschlands mit Gas versorgt. Auch die Gemeinde Ettlingen hatte somit ein Problem, erklärt uns Thomas Wetter von den Stadtwerken. Und hier ist also die zentrale Stelle, wo das Gas für Ettlingen. Für Ettlingen, Mahl, Sturmersheim bis Würmersheim. Hier wird alles von hier aus versorgt. In der vergangenen Woche musste er ausgerechnet in den Spitzenverbrauchszeiten den Hahn zudrehen. Und deshalb mussten Großabnehmer wie die Schulen kräftig am Rohstoff sparen. Dieser Engpass ist mit steigenden Temperaturen nun vorbei. Wie könnte man das denn in Zukunft vermeiden, so eine Gasknappheit? Haben Sie da überhaupt eine Möglichkeit als Gemeinde? Wir haben eigentlich so gut wie keine Möglichkeiten, momentan da was zu tun. Ne? Was ist jetzt Ihr Rezept? Das Rezept, ja, man überprüft jetzt, ob man vielleicht einen kleinen Speicher bauen könnte. Aber das sind ja mit riesigen Kosten verbunden. Und das muss man jetzt einfach erstmal durchrechnen. Gibt es genug Strom? Was den Strom angeht, müssen sich die Verbraucher in Deutschland keine Sorgen machen. Zwar sind seit der Energiewende nur noch 9 Kernkraftwerke am Netz und die Windanlagen liefern je nach Wetterlage unterschiedliche Mengen an Energie. Wenn dann noch eine Kaltfront dazukommt, steigt der Bedarf auch an Strom, besonders für Radiatoren und Nachtspeicherheizungen. Doch neben den vorhandenen Elektrizitätswerken gibt es noch ein Ass im Ärmel der Energieerzeuger, die sogenannte Kaltreserve. Was ist die Kaltreserve? Die Kaltreserve ist Strom, der in Zeiten erzeugt werden kann, in denen der Bedarf besonders hoch ist. Von Kraftwerken, die eigentlich nicht mehr regulär am Netz sind, wie der Block 3 des Kohlekraftwerkes in Mannheim. 2 Tage lang sorgte das Ersatzkraftwerk in der vergangenen Woche für zusätzlichen Strom im Land. Der Schulhausmeister Hans-Joachim Bauer hat sich auch Gedanken gemacht darüber, wie man einen erneuten Gasengpass in Ettlingen ausgleichen könnte, ohne dass seine Schüler frieren müssen. Ich weiß nicht, ob man nicht zweigleisig fahren sollte. Wie meinen Sie das? Dass man da irgendwie, ich weiß nicht, ob es mit Öl oder mit anderer Alternative, ich meine, wenn man nur auf eine Sache geht, ist halt die Gefahr, dass wenn das mal schief geht, dass dann alles steht.